Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ja bei der Mira und schreite heute den Samba. Also eigentlich bin ich jetzt schon geritten, aber ich habe das Hallo vorhin vergessen, deshalb nehme ich es jetzt nochmal auf. Hallo Cheat! Wer hat auf den alten geschossen? Ja. Hallo! Hallo! Na? Magst du mich jetzt auch? Ja, cool. Muss nur mal schön energisch mit ihm sein. Dann hast du, sonst bist du verloren, wenn er das jetzt schon merkt, dass du dich nicht durchsetzt. Mach ruhig. Aber es fällt mir auf, dass du lauter blonde Freundinnen hast, ne? Inzwischen weiß ich gar nicht. Früher war immer dunkel, ne? Ich habe mit Mama geredet. Früher waren die sehr viel unterschiedlicher. Ja, und auch die meisten eher dunkel. Mhm. So schnell nicht erkannt. Ja, so Isa, dann erzähl mal, wie war es denn? War gut. Am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, weil irgendwie ganz anders läuft als der Espresso. So neue Pferde muss man sich ja eh erstmal ein bisschen gewöhnen. Mhm. Aber dann so nach ein paar Runden habe ich ihn auch ein bisschen flotter gekriegt, denke ich. Ja, gut. Und ja, war dann glaube ich ganz gut, oder Mira, was sagst du so? Habt ihr gut gemacht, Mann. Samba guckt auch ganz zufrieden. Ich wollte jetzt auch nicht zufrieden. So viel von Samba verlangen, weil ich jetzt ja auch das erste Mal drauf und Mira hat ja auch noch ein Turnier. Genau. Da soll er ja auch nicht müde sein. Danke dir. Ja. Nein, habt ihr richtig gut gemacht. Ja, danke. Hallo. Hallo. So, jetzt latschen wir gerade zurück. Die Isa ist gerade geritten. Ja. Ich habe sie vom Pferd runtergeschmissen. Nein, sie hat es richtig, richtig gut gemacht. Du musst jetzt laufen. Genau, Ito muss jetzt laufen. Zurück geht's nicht. Nein, eigentlich darf sie Fahrrad fahren wegen den Stiefeln. Und aber ja. Ich fall dann eher vom Fahrrad runter, wenn ich so langsam fahren muss, deshalb schiebe ich jetzt erstmal. Upsi. Nee, aber nur für mein Gewissen, weil ich ihm normalerweise nach dem Turnier immer freigebe. Aber die Isa unbedingt mal reiten sollte. Aber. Für euch. Nein. Aber Isa sollte unbedingt mal reiten und deshalb haben wir das jetzt heute gemacht, dann morgen vom Springen. Und
mein Gewissen. Aber ich bin auch nicht so viel geritten. Genau, und mein Gewissen sagt mir, wenn ich jetzt zurückführe, Samba schläft da hinten, dass er dann morgen super fit sein wird und sein Bestes geben wird und ganz aufpassen wird und nicht buckeln wird und wir richtig gut sein werden. Ganz lieb machen morgen. Hoffe ich für ihn, nein. Aber auf jeden Fall führen wir deshalb gerade zurück, beziehungsweise ziehe ich ihn eher hinter mir her. Die Isa schiebt das Fahrrad mit ihm hin. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Genau, das sagst du heute schon den ganzen Tag. Gestern hast du auch schon gesagt. Ja. Oder wann war das? Naja. Vorgestern, da bin ich in den Busch gefahren. Auf jeden Fall tut mein Arm jetzt weh vom Kamera halten. Und deshalb sagen wir jetzt mal tschüss. Bis später. Erkennt jemand Mira? Da sind sie. Hallo. Hey Samba. Samba, Samba. Ich habe gerade richtig dumm geguckt. Was zu glotzen. Oh, voll süß. Der Kleine. Der Kleine ist so süß. Klein vor allem, ne? Oh, oh. Ja, der war mal klein. Guten Appetit. Mira? Was kriegt dein Pferd da? Müsli. Ja. Das ist der Ewart, das auf der Welt. Ja. Langsam. Der lässt sich mal ganz die Zeit dabei. Aber finde ich besser, als wenn er so schlingt. Mhm. Schmeckt's? Ja.